Dinge, die bei uns zu Hause keinen Sinn machen. Dass wir zwei Spülmaschinen haben und beide immer voll sind. Diese Klobürste, mit der man nicht mal ganz unten ankommt. Dass wir so viele Kissen haben und sie jeden Abend alle runterschmeißen müssen und jeden Morgen wieder rauf. Aber schlafen tun wir nur auf denen. Wenn ich den Müll rausnehmen will, fliegt der ganze Mülleimer auseinander. Also muss ich ihn circa dreimal die Woche zusammenbauen. Dass wir zwei Ankleidezimmer haben, aber immer noch zu viele Klamotten. Das Haus ist so groß, dass wir vier Router brauchen und haben in manchen Ecken immer noch kein WLAN. Empfang, dass hier seit 2 Monaten irgendwelche Säcke rumstehen und keiner weiß, was da drin ist oder wem die gehören. Das Garagentor funktioniert wieder nicht, obwohl ich es letzte Woche erst repariert hatte. Die Bewegungsmelder hatten immer Bewegung gemeldet, aber seitdem ich hier Kameras aufgestellt habe, plötzlich nicht mehr. Hier spawnen immer plötzlich irgendwelche Gegenstände, die ich noch nie zuvor gesehen habe, wie zum Beispiel das, das oder das hier. Dass meine Frau 3-mal denselben Rasierer hat. Ach nee, doch nicht. 8-mal.